in der Salvatorkirche zusammengekommen. Diesmal hier unter offenem Himmel, wohl wissend um das Risiko, vom Wetter abhängig zu sein. Aber wir haben uns für diesen Ort entschieden, weil die Idee an uns herangetragen wurde, Luftballons in diesen Himmel steigen zu lassen, als Zeichen unserer Verbundenheit mit allen Opfern der Katastrophe, als Zeichen der Verbundenheit von Erde und Himmel, der Lebenden mit den Toten, der Unversehrten mit den Verletzten. Nachher werden 21 rote und viele weiße Ballons aufsteigen. Wir lassen sie los, in dem Wissen, dass sie von uns kommen und dass sie dorthin gehen, wo wir es nicht mehr in unserer Hand haben. Loslassen, loslassen müssen, das ist unser Schicksal. Loslassen hier auf Erden, loslassen für den Himmel. Zuvor wollen wir Worte hören von Überlebenden, ihre Gedanken und ihre Gefühle aufnehmen, die sie während der qualvollen Katastrophe hatten. Gedanken, wie auch die Gedanken der Verstorbenen gewesen sein können und vielleicht gewesen sind. Ausgelassen. Irgendwas stimmt hier nicht. Eng. Angst. Panik. Wo ist meine Freundin? Entsetzen. Menschen liegen übereinander. Schreie. Stickig. Keine Selbstkontrolle. Ich kann mich nicht bewegen. Hilfe. Fassungslosigkeit. Was passiert hier? Ich will nach Hause. Hilflosigkeit. Versagen beim Helfen. Überforderung. Erschöpft. Ich will nicht sterben. Give myself away.
jetzt sterben? Keiner macht Platz. Wieso passiert das gerade? Bitte haltet die Welt an. Tut doch was. Ich komme hier nicht mehr weg. Die Wände zu hoch, die Kabel zu dünn, die Wege zu weit. Warum hilft keiner? Ich muss in den Tunnel. Es ist so heiß. Ich bekomme keine Luft. Wann bin ich endlich hier durch? Es riecht nach Angst. Jeder Tag bringt mir neue Überraschungen, die ich nicht alleine bewältigen kann. Tut mir so leid. Ich konnte nichts mehr tun. Ich würde alles dafür tun, um es ungeschehen zu machen, sodass die 21 Verstorbenen noch unter uns wären.